Willkommen zu einer Sonderausgabe von Drei schäbige Spiele. Hier kommt euer Host, Hand of Love. Hey, hallo meine Damen und Herren, danke, danke, danke. Ja, ihr seid auch großartig, wirklich toll. Ja, ich habe mich schon wirklich sehr lange jetzt auf diesen Moment, hier wackelt alles, sehr lange auf diesen Moment gefreut, denn heute haben wir eine Sonderedition von Drei schäbige Spiele. Thema... Also eigentlich ist Drei schäbige Schrottspiele. Schrottwichteln! Und dafür möchte ich einmal auf die Bühne bitten, meinen lieben Elfen, Karl! Jo, also wie angesprochen, ich habe jetzt die Geschenke. Und ja. Ich würde die jetzt mal hier so geben, ne? Also. Ja. Die Schrottwichtel-Geschenke. Das hier, ne? Oh, das ist aber groß. Mal sehen, was da für Spiele drin sind. Und von wem? Dann hier doch, ne? Ja. Und dann halt das hier noch. Und passt. Also kann es gehen so? Also, ja. Okay, also viel Spaß nun. Ja, dann geh jetzt. Alles klar. Bis dann. Ja, also meine Damen und Herren, wie ihr euch schon denken könnt, es haben tatsächlich einige CreatorInnen dort draußen mir Geschenke vorbereitet mit einer Videogrußbotschaft. Ich weiß nicht wer, auf jeden Fall steht fest, dass großartige Spiele natürlich für mich bereitgestellt wurden. Richtige Schrott, also eigentlich ist es drei schäbige Schrottspiele, naja, oder drei schrottige, also wir Schrottwichtchen, den kennt ihr halt. So, dann schauen wir doch mal in das erste Geschenk hinein. Ich bin sehr schlecht im Geschenke öffnen, ne? Ich hoffe auch, ihr habt ein frohes Weihnachtsfest. Aber ganz ehrlich, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also wir brauchen jetzt hier nicht, wir wissen nur alle, wie es läuft. Friede, Freude, Eierkuchen. Alle deutschen Familien tun so zwanghaft, jetzt haben wir uns alle lieb. Und die nicht, denen geht's ganz scheiße. Ist auch doof. Also macht einfach das Beste aus der Zeit. Ist aber auch jetzt nicht schlimm. Also ich hab letztes Jahr zum Beispiel auch ja nichts mit der Familie gemacht. Also, mein Gott, ist aber auch viel geschmückt hier. Für Henno. Also. Das erste Geschenk. Ach, guck mal hier mit Karton. Merry Xmas. Aha. Dort drin enthalten sind drei Objekte. Also das hier ist sehr schwer. Leckere Songs in der Bohne. Ich habe jetzt schon einen leichten Verdacht, von wem das hier wohl sein mag. Das hier ist wohl der USB-Stick. Dann stecken wir erstmal im USB-Stick ein, bevor ich das Spiel hier aufmache. Wird ja auch nicht jünger hier beim Auspacken. Mittlere Schiene. Hier ist Santa der Boss. Oh, Ju! Lieber Herr, ich habe gehört, du warst sehr brav dieses Jahr. Deswegen habe ich dir was rausgesucht, womit du ganz viel Spaß hast. Ja, wie geht das hier nochmal? Ja, das Spiel heißt Gasp und ja, ignoriere einfach die ganzen negativen Rezensionen hier. 1600... Dieses Spiel möchte ich dir kaufen. Also, oh, achso, ist ja kostenlos. Was kann ich noch zum Spiel sagen? Du bist halt ein Astronaut und landest auf einem Planeten und musst die anderen finden. Und First Person, Gravity Shit und Asteroiden und bestimmt keine Glitches und Bugs. Viel Spaß und lasst mal ein Like da, ja, sonst hau ich euch. Ist es nachsynchronisiert? Ist es? Also ich freue mich, übertrieben. Ich glaube, das hatten wir uns angeschaut und ich hatte gemeint, das müssen wir eigentlich spielen. Hier wird mehrfach gesagt, dass es sich angeblich um das beschissenste, schäbigste Spiel auf Steam handelt. I doubt it. Weil wenn das jemand beurteilen kann, dann bin das f***ing ich. Dann müssen wir das spielen, um es zu überprüfen. Aber ich würde vorschlagen, ich habe schon zwei und wer weiß, was noch kommt. Ja, ich freue mich natürlich. Grüße. Schaut mal bei Drew vorbei. Sympathischer Typ, ne? Santa der Boss. Ist ja gar nicht Drew. Ist ja Santa der... So. Okay, Gasp. Are you okay? You need to meet up with the others before your O2 runs low. Your HUD should be live and tracking the GPS signal on the other members. Du, es ist ja so langweilig. Da passiert ja einfach gar nichts. Sie labert die ganze Zeit.
Tolle Sache. Können wir ja nochmal in die Kamera halten. Das ist wie früh. Ja, und ein paar Bohnen. Würde ich mal eine schnabulieren. Boah, das riecht ja wie Hundefutter. Krass. Vielleicht soll ich das auch nicht essen. Furzt sich hier auch die ganze Zeit. Naja, eine ist keine, denke ich mir. Mmh, ja, lecker. Max, ist alles okay? Ja, jetzt haben wir ja auch mal die Möglichkeit, physisch die Dinger in den Einkaufswagen zu ballern. Wisst ihr, wie ich meine? Ist im Einkauf. Eigentlich bräuchte ich hier wirklich einen Einkaufswagen. Dann würde ich sagen, machen wir direkt das zweite Package auf hier. Mensch, das ist auch so schön verpackt. Wichteliges Fest. Hier sind jetzt zwei Sachen drin. Okay, dann schauen wir doch mal. Stecken wir mal den USB-Stick rein. Achtung! Ach, Kenno, mein alter Löwenkind, du liebst Partner in Crime. Wie geht's dir? Ich bin SlideTV. Bin hier zusammen gerade mit meinem Hund unterwegs. Und ich dachte, ich habe eine Idee, was du mal spielen könntest. Und zwar ist das Epsilon, die Guardians of Sandrin. Vielleicht findest du in diesem Spiel deinen Meister. Ich bin SlideTV. Ich grüße euch nach Berlin. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und ich werde mir die Haare ganz bestimmt nicht schneiden. Der Lions. Mensch. Das ist ja eine Überraschung. Ja, also vielleicht auch da mal angemerkt. Also wenn ihr Lion nicht kennt, seid ihr schon ganz schöne Opfer. Lion, ein Urgestein der deutschen YouTube-Szene, hat ganz viele YouTuberInnen, die man so kennt, die groß sind, geskyrocket, hat denen oft geholfen. Ich habe den neulich bei einer Produktion von Ju getroffen. Wir haben beide eine Rolle gespielt. Und eine Sache mal nebenbei, neben all dem Spaß. Ich habe früher Lion richtig hart gemobbt. Ja, ich habe andauernd auf Social Media, auf YouTube mich über ihn lustig gemacht. Habe euch, meine Community, dazu angeregt, das ist gut, das ist 8 Jahre her oder so, da war ich Anfang 20, mitzumachen. Und bin sogar zu seinem Konzert, als er ein Album rausgebracht hat, hin, um ihn dort abzufacken, um ihn zu nerven. Und heute muss ich sagen, dass ich mich dafür sehr schäme. Weil bei all dem Spaß, den man da vielleicht selber hatte oder wie toll ihr dann vielleicht auch diese Videos in Erinnerung habt, muss man einfach sagen, dass das übertrieben asozial war und wir ihm höchstwahrscheinlich ganz schön wehgetan haben. Und ihn als auch seine Community sehr, sehr hart auf die Nerven gegangen sind. Ja? Und ich habe mich in der Zwischenzeit bei Ju mit ihm ausgesprochen. Ich habe sehr um Entschuldigung gebeten, weil einfach, ich muss sagen, ich bin da überhaupt nicht stolz drauf. Ich hatte damals leider noch nicht das Umfeld, was mich quasi gechallenged hat, was gesagt hat, yo, Max, ist echt nicht cool, was du machst. Stattdessen habe ich sehr viel Bestätigung bekommen. Ich war noch relativ jung, aber es sind alles keine Ausreden. Das sind nur ein bisschen so die Herleitung, wie das passiert ist. Aber ja, heute weiß ich, sowas werde ich nicht mehr machen. Und nehmt euch ein Beispiel daran. Aber sehr cool, dass Lion hier mitmacht. Schaut da gerne bei ihm auch vorbei. Der macht wieder ordentlich Stuff. Epsilon. Auch kostenlos. Ja klar, also tolle Geschenke hier. Ach du Scheiße. Oh mein Gott! Okay, jetzt turns. Also irgendwie ein Detektivspiel, aber jetzt Drache? Das ist ja übertrieben verflucht. Heilige Scheiße. Aua! Geh doch!
Das flog aber weit. So, das letzte Geschenk. Bisschen kleineres Paket, aber sehr schön. Ein Spiel, eine CD und ein USB-Stick. Jo, ich werde die mal reinstecken. Das kann man jetzt als Sound sehr doll... Ja, habe ich mir jetzt wieder reingebaut. Hallo, Henno, hier ist der Markus von Blind Guardian. LOL! Weihnachtszeit ist Gabenzeit und Schrottwichtelzeit. Und da habe ich was sehr Schönes für dich entdeckt. Ein Spiel auf Steam, was ich dir gerne schenken möchte. Es hört auf den fantastischen Namen L30P4RD oder Leopard. Bei so viel Wortwitz ist das hundertprozentig der Hammer. Wie gesagt, das Spiel geht auf uns. Ist für dich. Wir wünschen viel Spaß. LOL, süß. Für alle, die vielleicht nicht wissen, wer das gerade war. Also Blind Guardian ist eine Metalband, die sehr viele Zuhörende begeistern seit Äonen von Jahren. Und der Markus spielt die Gitarre. Da ist er. Ich darf es jetzt hier nicht abspielen wegen Musik und so. La 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 la. Of the dawn of the night, let's sing the bard song. Mega mäßig, ey. Leopard L30P4RD. Kostenlos, Mensch. Also das ist ja wirklich großartige Geschenke, die ich hier bekomme. 2 Nutzerrezensionen, das kennt niemand. Das kam am 30. November raus. Ah, ja, der Planet da hinten auch. Ja, also Dramatik, Storyline wird aufgebaut. Nur man sieht da ein bisschen mehr, also die Aufmachung ist natürlich ein bisschen besser. Scene 2, Title. Press Any Key, Scene 3, Menü. Hey, jetzt spoiler mich doch nicht. Der Trailer ist einfach, wie jemand das Spiel startet. Es ist geil. Achtung, Kopf einziehen. Ja, da ist eine Lampe. Na gut. Ja, dann danke ich mich an allen, die mitgemacht haben. Vielen Dank an Julian Bam, Lyant und Blind Guardian, beziehungsweise Markus. Ich werde jetzt diese wunderbaren 3 Titel Epsilon, Gasp und Leopard hier auf diesem Channel testen und bewerten. Oh, das ist schon mal ein Qualitätsindiz. Da wurden einfach die PNGs von Google runtergeladen und ins Spiel implementiert. Toll. Oh, Matt hat die verlassen. Gasp is probably the best video game I've ever played. It has it all. Perfect walking mechanics, state of the art, meteor physics simulator. Digga, Alter, Copium oder was? Okay, start game. Wie immer wieder die gleiche Mucke loopt, ne? Ich kann gar nicht zurück. Unlock Mars. Grab the DLC. Ja, genau. Wir gehen mal auf den Mond. Was? Hello? Respond. Are you okay? Ich sehe den Cursor. Respond. Wieso sehe ich denn den Cursor? You're gonna have to choose hope for the best. Es tut mir übertrieben leid, aber das kann doch nicht sein, dass ich... Was ist jetzt hier los? Man sieht die ganze Zeit den Cursor. Und das Game pisst mich jetzt schon tierisch an, Junge. Also, das Jöl eben hat ja... Was? Warum Blut? Mein Gott. Nintendo hat es gespielt? Ja, gehen wir nochmal rein. Also, kann ja nicht sein, dass sie einfach abschüttet. Wir sollen unsere Crew finden. Die ist wohl ganz woanders. Wir sind irgendwie gecrashed. Und ich sehe auch schon, das ist einfach ein Walking Simulator. Wir rennen hier durch die Wüste. Ich atme die ganze Zeit und drücke W. Ja, toll, toll. Danke, Ju. Junge, bist du noch Walking Simulator? Oh, hier rollt noch eine Murmel. Immerhin läuft das Spiel jetzt stabil, also ich denke mir einfach nur, ja,
Was mache ich hier, Mann? Es ist Weihnachten, es ist die heilige Zeit hier. Bla. Besinnliche Scheiße. Wirklich. Ist doch kacke. Es ist wieder lustig hier, ne? Hahaha. Aber ja, auf meine Kosten. Also am Ende des Tages muss man sich auch hinterfragen, wenn man dieses Format schaut, will man das überhaupt noch unterstützen? So wie der arme Henno hier mal leidet. So eine Scheiße, Alter. Yay. Ja, ich kann mal richtig hüpfen. So, Leute, jetzt bin ich gespannt. 50 Meter. Ob da ein Crewmember ist? I doubt it. Oh, was liegt denn hier? Das ist es. Hehe. Und jetzt? Hä? Ja, war spannend. War ein tolles Spiel. Liebes Dark Day Interactive Team. Euer Verlust um Matt V tut mir natürlich sehr leid, denn andernfalls hättet ihr uns vermutlich noch weiterhin beglücken können mit fantastischen Spielen wie Gasp. Nun aber zum Spiel. Falls jemand, auch wenn das Spiel kostenlos zur Verfügung bereitsteht, steht vielleicht für den ein oder anderen immer noch zur Debatte, ob man dieses Spiel auch tatsächlich starten sollte. Wer solche Zweifel hat, dem sei gesagt, es gibt keinen Grund zur Sorge. Wir haben hier ein grafisch unfassbar intensives Spiel mit immersiver und abwechslungsreicher Steuerung. Außerdem gibt es State of the Art Meteoroiden Physics. Wer schlägt da nicht zu? Kleiner Spaß. Spiel ist scheiße. Schäbig, müsst ihr wissen. Nein. Ja, raus damit. Habt ihr gerade, also Graphic Design ist, ach du Scheiße, ist Passion. Hör doch bitte auf, ich will nur dieses Spiel spielen, hallo. Es braucht einen Moment, es ist auch vollkommen in Ordnung. Ah, ja, ja. Ja, da sind wir. Ich glaube, das geht leider nicht Fullscreen. Also, es tut mir leid. Das schneiden wir uns nicht raus. Das ist die Experience. Ihr müsst sie genauso erleben wie ich. Ja, Leute, ich bin hyped. Wir starten neues Drachen. Jetzt lädt das eine halbe Stunde. Aber man hört schon den Wind rauschen. Doch nicht. Doch, jetzt bin ich gespannt. Muss ja einiges kommen, also. Ich mach gar nichts. Oh Junge, es erinnert mich. Hat ein bisschen Polizei-Autobahn-Simulator-Vibes, aber die Mucke. Wie ein Zeitalter, da weiß ich so hinsetzt. Es ist schon ein paar Jahre her, seit du hier warst. Mensch, verändern sich in solch einer Zeit. Ah, bevor du mein Einverständnis bekommst, will ich sehen, wie du jetzt arbeiten tust. Na gut, was soll ich machen? Ah, Giorgio Valentino, ich habe auf dem Stock ein Memo-Pad versteckt, du Keck. Ja, einfach nur fantastisch, das Spiel. Stell dir vor, du musst es schneiden. Du hörst es ja nicht nur einmal, so wie ich, sondern du schneidest ja über Tage. Du musst dir immer wieder diese Mucke reinziehen. Nam. Ja, ich nicht. Geh mal rein. Ich bin ein klein bisschen wenig vereinsamt. Aha. Da ist jemand, der will mit mir gemeinsam sein. Gefällt dir die Büromucke auch so sehr? Fragezeichen. Reden. Und überall gibt's Leute, die kann ich jetzt alle. Servus. Boah, Alter, erstmal Abstand, jawohl. Ah, und dann. Boah, aber dann nochmal richtig, jawohl. Hallo Nono, kann ich dich kurz sprechen? Ich habe nicht geklickt, ne? Hallo Giorgio, hast du dir deinen Computer-Account bereits angeschaut? Alter, Dicker, was mache ich hier?
schon, ich bin beschäftigt, Stromer herum. Warum ist hier ein Drache? Und es wird doch einfach so hingenommen. Jetzt kann ich jetzt Drache leiden. Es ist doch. Servus. Ich soll nur. Ich bin bei der Polizei, ein Drache und soll ein Tablet finden. Was geht? Ah! Leute, weil es eine Demo ist, können wir ja gar keine Rezension schreiben. Dann machen wir es hier. An all meine Freunde. Mensch, Meier, auf dieses Spiel dürft ihr euch alle freuen. Gerade der Soundtrack bleibt einem in Erinnerung. Haha. Aber auch die Grafik ist nicht von schlechten Eltern. Erinnert mich ein wenig an Autobahn-Polizei-Simulator. Steam Happy. Steam Thumbs Up. Toll, 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 toll. Overlays und Graphic Design, Passion und so, danke. Müsst ihr wissen. Veröffentlichen. Warum ist denn alles irgendwie im. Also, die Spiele kriegst du ja nicht mal in Fullscreen irgendwie. Ist hier jetzt schon was? Aha. Ja, super, klasse. What the fuck? Ö? Das geht. Ü? Hä? Warum? Was? Hä? Also bei allem, was kommen könnte. Ein Bild von einem Dude, der sich die Haare föhnt. Wir sind in Not. Also für uns geht der Sprit langsam auf. Wir haben diese hier tanken. Das ist so teuer. Also bis hier eine interessante Story. Also, Armory. Können wir uns ausrüsten? Ist natürlich jetzt mit einer leichten Sprachbarriere. Oh, geht direkt wieder ins Mark. Ah, Skills. Support, Defense, Offense. Ja, dann skillen wir mal ein bisschen blind rein. Wie Blind Guardian, versteht er? Select Map. Oh. Hä? Was? 27. Karl! Karl! Ja. Was hier, das Spiel startet nicht. Ja, kannst jetzt gehen. Falco, du auch. Falco, ab. Ab. Falco, geh. Ja. Ah, F ist... Alter, bin ich schnell. Mit F habe ich was beschworen. Okay, also Top-Down-Shooter. Ah, mit guter Mugge. La 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 la. La la la. Ja, ich bin hyped. Ich bin ge. Markus ist. Woher hat er das? Hat er das selber entwickelt? Oder? Oh, da kommt was! Oha! Was ist das? Was ist das? Ich drück da mal E hier. 3, 2. Vielleicht geht Sound gleich wieder an. Warum ist jetzt die Musik auf einmal weg? Das ist ja mega awkward. Und das ist kostenlos? Das ist ja ein Knaller. Was ist hier los? Oh Gott! Hey, das ist ja richtig antiklimaktisch hier ohne Sound, Alter. Ja, und ihr so. Lalalalala. Was ist das für ein Ding? Oh. Was ist das? Da schwebt, glaube ich, irgendein verbuggtes Model. Ah ja, guck mal, hier kann man schon wieder... Ja. Was spiele ich hier? Was spiele ich hier immer? Also ich dachte wenigstens zum Weihnachtsfest hier und wenn der Markus da so netter ist. Aber das ist doch Käse. Was läuft hier? Ist der Fanta... Kann ich hier lang? Nee. Ah, schade. Lalalala. Hallöchen. Hier einmal für die deutsche Community. Ja, so. Ein paar kleine Infos. Das Spiel lässt sich im Hauptmenü tatsächlich nur starten, wenn man 3 Skillpoints in eine Kategorie ballert und somit einen sogenannten Active Skillpoint freischaltet, den man dann aber auch direkt in einen aktiven Skill investieren muss. Wenn man dies 3-mal gemacht hat, kann man sogar das Spiel starten. Ansonsten ist die Map quasi unendlich groß. Ansonsten habe ich nichts gerafft. Also wirklich gar nichts. Müsst ihr wissen. Nein, das ist Müll. Ah, Kommentare nicht erlaubt. Naja, also. Ja, Mensch, Freunde, das war doch
Leopard. Tolle Geschenke, danke. Und zu guter Letzt, Gäst. Ich gesse mal, das ist scheiße. Bedanke mich fürs Zuschauen. Frohe Weihnachten, ne?